Für Deutschland ist Amerika unverzichtbar, aber Russland unverrückbar. Egon Barr. Ein Zitat aus Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch. Ich mache zwischendurch immer wieder gerne Werbung dafür. Das ist das Buch mit den wichtigsten Erfindungen aus Deutschland, derer etwa 130, über 270 Zitate aus Deutschland, über Deutschland, über die Erfindung und natürlich über 400 deutsche Schauspieler, die wichtigsten Dichter, Denker und Komponisten. Mehr als 80% der klassischen Musik weltweit der Aufführung sind deutsche Komponisten. Ja, wenn ihr es noch nicht habt, ist es vielleicht für eure Kinder ganz schön, um so einen, damit sie mal hören, dass in der Schule das, was sie da lernen, vielleicht irgendwie in Wirklichkeit ganz anders aussieht und sah. Nur so meine Empfehlung für eure Kinder und Enkelkinder. In diesem Sinne starte ich jetzt die Sendung. Wer mich noch nie gesehen hat und denkt, was ist das denn für ein Dödel? Ich bin kein Dödel, ich bin hier der knarrende Facility Manager. Denn wir knarren gegen Putin. Ich bin links, linksstaatlich und zivilcouragelich für euch da. Und ich unterstütze unsere tolle Regierung, die jetzt übrigens entschieden hat, wenn man jetzt eine Meinung hört, die einem nicht gefällt, kann man denjenigen anzeigen, der muss dann 5.000 Euro Strafe zahlen, wegen des Aufdrängelns einer Meinung. Und da sagen böse Zungen, können wir ja dann auch andersrum machen. Wenn mir einer eine linksgrüne Schwachsinnsmeinung aufdrücken will, dann kann ich ihn ja auch anzeigen. Nein, andersrum funktioniert das nicht. Denn das eine ist das eine und das andere ist das andere. Dieses Gesetz kommt wirklich, es ist wirklich wahr und darauf trinken wir. Vielen Dank, Frau Paus. Danke, Frau Faeser. Und in Kanada gibt es jetzt ein neues Gesetz. Das wird gerade an den Start gebracht. Wenn man Hass schreibt, ja, also ein Gefühl ausdrückt, ja, lebenslängliches Gefängnis. Sehr gut. Ja, in der Ukraine hat der Herr Trudeau auch aus Kanada gerade ein bisschen Geld hingeschickt für geschlechtergerechtes Minenräumen. Auch gut. Katharina Dröge von den Grünen hat gesagt, ja, wir wollen ein Land, das funktioniert. Da sagen ja böse Zungen, ja, Moment mal, warum schaltet ihr dann die Kohleindustrie ab, die Autoindustrie ab, die Atomkraftindustrie ab? Warum macht ihr den Einzelhandel kaputt? 49.000 Einzelhandelsgeschäfte haben pleite gemacht in den letzten drei Jahren. Hunderttausende neue Arbeitslose. Warum macht ihr die Grenzen auf, wenn ihr ein Land wollt, das funktioniert? Freunde, es geht doch darum, dass das nach grünen Regeln funktioniert. Das bedeutet, alle Wälder müssen weg, Windmühlen müssen hin und die Leute müssen gleichgeschaltet werden. Und die Sprache muss verhunzt werden, im positivsten Sinne. So. Ich habe natürlich noch mehr Nachrichten. Ich habe heute schon Getter gemacht, Telegram gemacht, ich habe YouTube schon gemacht, YouTube-Zweitkanal gemacht. Freunde, ich bin fleißig. Hier heißt, Tatkraft steht hier bei mir an erster Stelle. Und das geht nur dank euch, weil ihr nämlich zuschaut. Ich möchte mal Werner Müller Danke sagen. Renate Stracke, auch bei dir bedanke ich mich auf das Allerliebste. Und Johann Bieberger Reichersdorf, was soll ich sagen? Danke, danke, danke. Und das Gleiche gilt für Rudolf Schuster. Ich bedanke mich bei dir auf das Herzlichste. Krieg bedeutet immer unmittelbares Leid und Elend. Und aus diesem Grund gibt es jetzt geschlechtergerechte Minenräumung in der Ukraine. Dank des Herrn Trudeaus aus Kanada. Der Graben hier vom Bundestag, der wird jetzt gerade angefangen. Ich werde demnächst mal vor die Tür gehen und ein paar Videos machen. Also der Burggraben kommt, zur Sicherheit. Die Grünen haben ja geworben, erlebe dein grünes Wirtschaftswunder. Habe ich ja gerade schon zitiert, wie die Wirtschaft brummt. Vor allen Dingen Rheinmetall, ja, das grüne Wirtschaftswunder, ja. Keine Waffen in Kriegsgebiete. Rheinmetall, Aktie ist um 330% nach oben geschossen. Böse Zungen sagen, eigentlich müsste man Aktien von solchen Unternehmen verbieten, ja. Und jeder, der in ein Rüstungsunternehmen investiert, ja, klare Ansage, ist ein Schmierlappen und belastet sein Karma. Und ein indirekter Mörder. Die sicherheitspolitische Zeitwende in Deutschland nimmt Konturen an. Die Bundeswehr soll kriegstüchtig gemacht werden. Sehr gut, ja. Gefällt mir gut. Ich habe gestern einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, die Hessen, das Kriegsschiff, hätte da die Marine, hätte eine Drohne abgeschossen von den Amerikanern. Natürlich nicht. Sie hat zweimal geschossen, aber sie hat natürlich zweimal daneben geschossen. Sie wollte dann nachladen, hatte aber keine Munition mehr. Das stimmt allerdings wirklich. Pistorius erwägt Vorkaufsrecht für Bundeswehr. Bedeutet, wenn die einen Panzer bauen bei Rheinmetall, ja, dann sind wir die Ersten, die den kriegen. Sehr schön. Ich hatte gestern berichtet, Joe Biden kam ins Krankenhaus wegen Untersuchung. Hier kommt die erlösende Nachricht. Er ist fit und gesund, so wie Herr Scholl, ja. Und Gratulation an alle Geburtstagskinder, heute ist der 1. März. Am 1. März 2021 sind ja alle gestorben, die nicht geimpft oder genesen waren. Also alles Gute zum Geburtstag für die, die heute noch leben. Ein mutiger Bürger hat Bundeskanzler Olaf Scholl beim sogenannten Kanzlergespräch ein Schriftstück mit der Losung Diplomaten statt Granaten überreicht. Und Herr Scholl hat gelacht und hat den Ball nach Russland gespielt. Genau, Russland ist schuld. So einfach kann es sein. Übrigens soll der Herr Scholl laut Blödzeitung Militärgeheimnisse verraten haben. Ach Freunde, das ist ihm so rausgerutscht. Dann gab es einen kleinen Brandanschlag auf das Elternhaus von AfD-Politiker. Und zwar der AfD-Stadtrat Marius
Bayer. Da wurde das Auto angezündet, 85.000 Euro Schaden. Und dann stand noch an der Wand: Nazi-Schwein, wir kommen wieder. Sie waren auch schon mal da. Ja, und jetzt sagt hier, mittlerweile hat das polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum LKA Sachsen die Ermittlung übernommen. Ein politischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Ach bitte, das ist doch kein... Das war ein Lausbubenstreich. Das ist einer von der AfD, bitte. Apropos Lausbubenstreich, die rote Flora in Hamburg, die zeigt ganz klar Sympathien für die RAF und die Polizei geht dran vorbei, es interessiert sie nicht. RAF, das sind die, die Politiker umgebracht haben und Autos in die Luft gesprengt haben und so Sachen, Menschen entführt haben, eine Terrororganisation. Aber wir gehen in die Richtung, dass der Kurfürstendamm bald umbenannt wird in Bader-Meinhof-Straße und das ist ja auch richtig so. Mandy Müller, Martina und ich sagen ganz lieben Dank und liebe Ulrike Krüger, auch dir ganz lieben Dank von Martina und mir. Eltern verlieren Sorgerecht für ihre 14-jährige Tochter in Amerika, weil sie ihr Geschlecht verändern wollte und die Eltern gesagt haben, nein, da hat der Richter gesagt, gut, wenn eure 14-jährige Tochter ihr Geschlecht ändern möchte und die Eltern, ihr seid dagegen, nehmen wir euch das Kind weg. Ich find's gut. Dann hier, Oliver Hartig, Dankeschön. Ich habe mal einen Vorschlag, schreibt Terealo Olli. Ich habe mal einen Vorschlag, wie wäre es nächstes Mal mit einer Sendung, wo mal alle möglichen guten Nachrichten gebracht werden. Ja, mache ich doch hier. Nur gute Nachrichten. Ich meine, ich habe doch nur gute Nachrichten. Aber mal Spaß beiseite. Wenn du wirklich das ernst meinst, dann habe ich einen Vorschlag. Geh bitte auf Endlos Frei auf Telegram. Wirklich wahr. Da hat Martina einen Kanal. Endlos Frei Telegram. Übrigens auch auf Getter. Endlos Frei. Da gibt es nur gute Nachrichten und nur Ernährungstipps und nur Positives und nur tolle Anregungen und eine ganz tolle Community. Community. Endlos Frei Telegram. Wenn du den Vorschlag ernst meinst, geh da hin. Und ansonsten, bei mir gibt es immer gute Nachrichten, denn ich sage ja auch immer, alles ist gut. Wir müssen da bloß noch hin. Apropos gut, wir wollen ein Land, das einfach funktioniert. Da ist sie wieder, Katharina Dröge. Wollen wir auch? Ja, vielen Dank. Deswegen weiter alles abschalten, was irgendwie aus der Vergangenheit ist. Wir wollen ja nach vorne blicken. Die Grünen sagen ja immer, wer die Grünen kritisiert, ja, der hat Angst vor Veränderung. Böse Zungen sagen, nein, wir haben keine Angst vor Veränderung. Wir lieben Veränderung, ja. Wir lieben positive Entwicklung. Wir wollen dann nicht das Zerstören unserer Wälder. Wir wollen nicht das Zerstören unserer Sprache. Wir wollen nicht das Zerstören der Familie. Wir wollen nicht das Zerstören unserer Kultur. Wir wollen nicht das Zerstören unseres Landes. Wir wollen nicht das Zerstören unserer Industrie. Diese Veränderung wollen wir nicht, weil das sind keine Veränderungen, das sind Zerstörungen. Ist ein anderes Wort, ja. Aber wenn man sich darüber informieren möchte, ja, wie das mit den Worten ist, meine Kaufempfehlung, Botschaft für Deutsche. Ha, die deutsche Sprache einfach erklärt. Das Handbuch für Menschlichkeit und Erfolg wird auf Wunsch auch signiert. Gibt es nur bei www.claudiusfarbig.de. Könnten wir mal Katharina Dröge schicken, aber böse Zungen sagen, die kann ich lesen. Wie steht die AfD zur Prostitution? Wie kommen Sie darauf, im Bundestag darüber zu reden? Ganz einfach, weil Rot-Grün vor über 20 Jahren gesagt hat, Prostitution, tolle Sache, wir wollen Steuern, wir wollen Sozialabgaben. Ja, und wir haben gesagt, wir sind das Prostitutionsland Nummer 1 in Europa und wir haben es geschafft. Und jetzt kommen die Rot-Grünen an und sagen, wir wollen es komplett verbieten. Wir verbieten es, alles verbieten, ja. Und wenn ein, das nennt sich Freier, wenn ein Freier zu einer Prostituierten geht, kriegt er eine Strafe, die Frau nicht. Und damit kriminalisiert man die Freier, hat man in Schweden auch gemacht. Daraufhin sind die Vergewaltigungszahlen explodiert. Man denkt dabei auch nicht an Ältere oder Behinderte, an Menschen, die einsam sind, die verklemmt sind, die es einfach nicht können, ja, die einfach keine andere Möglichkeit haben. Und man unterstellt, dass es alles nur Sklaven sind, Arbeitssklaven und übersieht den Gedanken, dass es vielleicht Frauen gibt, die das tatsächlich gerne machen. Aber ist egal, das ist natürlich alles Quatsch, wir verbieten es. Punkt aus Ende, ja. Es ist eine Entwürdigung der Frau, es wird verboten. Gut, vor 20 Jahren wurde es hofiert, jetzt wird es verboten. Aber es ist doch ganz was anderes, war doch vor 20 Jahren, es sind ganz andere Frauen. Ich meine, die Prostituierten, die vor 20 Jahren aktiv waren, die sind doch heute gar nicht mehr aktiv, ja. Ha! Die sind doch schon längst in Rente und in einer guten Rente, denn sie haben ja auch ordentlich eingezahlt. Dann haben wir was Tolles, der CDU-Mann Kiesewetter. Weniger Urlaub für Deutsche, um Waffen für die Ukraine zu bezahlen. Ein guter Vorschlag. Ich bin dafür, dass die Deutschen gar keinen Urlaub mehr kriegen. Also gar nicht mehr. Außerdem heißt das auch nicht mehr Deutschland, sondern Zusammenland. Ja, dass die Zusammenländer gar keinen Urlaub mehr machen. Geld für die Ukraine. Apropos Geld für die Ukraine. Kein Urlaub mehr für die Deutschen oder weniger. Die Politiker haben sich gerade das größte, die größte Diätenerhöhung seit über 30 Jahren gegönnt. Über 1.000 Euro. Ich finde es gut. Und der Journalistenverband fordert Justierung der Berichterstattung über AfD. Es muss so berichtet werden wie bei Zigaretten mit einem Warnhinweis. Achtung, jetzt kommt ein Bericht für die als rechtsextremistisch eingestufte Partei. Die Rechten, die AfD. Sehr gut. Gefällt mir gut. Und
Scholz und Macron handelt mit ihren Aussagen zu Taurus und dem Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine unverantwortlich, sagte der grüne Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter. Man müsse Putin mit Stärke und Klarheit gegenübertreten. Böse Zungen sagen, genau das, Herr Hofreiter, was Ihre Eltern bei Ihnen versäumt haben. 500 Austritte sind noch nicht genug. Katholische Bischöfe ernennen Querbeauftragten. Freunde, in der katholischen Kirche gibt es jetzt endlich, Gott und sei Dank, einen Querbeauftragten. Ich finde es gut. Vielen Dank. Apropos die SPD, die hat in den letzten 11 Jahren 12% verloren. Sie treten ja nicht an, um irgendwelche Zahlen zu kriegen. Sie treten ja an für die gute Sache. Sie sind moralisch überlegen. Sie sind moralisch die beste Partei in Deutschland. Ja, da brauchen sie doch keine Stimmen für. Außerdem Wahlen werden sowieso abgeschafft. Der Soziologe Heinz Bude, Grüße gehen raus, Berater der Bundesregierung, Mitautor des BMI-Panikpapiers März 2020, schildert, wie gezielt Menschen über Angst manipuliert worden sind. Der hat also gesagt, wir haben da eine Kurve hingestellt, ja, eine Welle, der Wellenbrecher. Das war nicht mal von uns, das haben wir woanders abgeguckt, ja, und damit wollten wir den Menschen Angst machen. Das war alles Quatsch, aber wir wollten Angst machen und wir werden es in Zukunft wieder machen. Schön. Übrigens, die Angst vor der AfD wirkt, die Demonstration. In Brandenburg sind die Umfragezahlen in den letzten 3 Monaten nach oben gegangen, um 2%. Sehr gut, ja. Eine junge Frau berichtet darüber, dass in den Kitas jetzt flächendeckend überall Pflicht ist, dass 2- bis 6-jährige Kinder extra Räume kriegen, wo sie sich zurückziehen können. 2- bis 6-jährige Kinder und unter Anleitung das Masturbieren beigebracht kriegen. Aber die Eltern sollen nichts davon erfahren. Schön, ja. Der böse Herr Putin hat gesagt, die wahre Aufgabe des Staates ist es, den Menschen zu helfen. Ha, helfen, das sind so Worte. Bah. So, letzte Nachricht. Bürger sollen Mahlzeiten reduzieren, um die Lebensmittelinflation auszugleichen. Also einfach 2 Tage die Woche nichts essen, ja, dann habt ihr das ausgeglichen mit den Preisen, da ist ja jetzt ungefähr jetzt so 50% teurer als vor 2 Jahren, einfach zweimal in der Woche nicht essen, gar nicht, ja. Das spart Geld und Zeit, ja, und auch Abwasch und damit auch Strom und Licht und Wasser und überhaupt, ja. Widerstand gegen den WHO-Pandemievertrag wird stärker. Die AfD ist dagegen und allein deswegen sind wir schon mal dafür. Und jetzt habe ich gleich die Hammer-Nachricht von Aston Martin. Die YouTube gucken, kennt die Nachricht schon. Wer nur YouTube guckt, kennt YouTube nicht. Kommt bitte auch auf YouTube. Da sind die Nachrichten immer früher. Und ein bisschen der Hauptwaschgang. Hier ist ja mehr der Weichspüler. Ein bisschen härter im positivsten Sinne. Aber bevor ich zu Aston Martin komme, ja, Autohersteller. Meine Bitte an euch. Guckt mal nach, ob euer Abo noch da ist. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, freue ich mich über euer Abo. Und ich freue mich außerordentlich über euren Daumen hoch und euren Kommentar. Und danke meinen lieben Unterstützern, dass ihr meine Arbeit ermöglicht. Ohne euch geht's nicht. Danke von Herzen, klitzeklein oder groß. Danke für die Mühe. Ich weiß, das macht Mühe. PayPal und Konto hängt hier drunter. Hier hängen auch die Links zu YouTube und Telegram und BitTube und Odyssey und YouTube Zweitkanal und wo ich überall bin, Getter. Und auch der Link zu den Büchern. Gibt ja auch Bücher. Ja. Schaut mal einfach rein, ja, so unverbindlich. Einfach mal reinschauen und wenn ihr ein Buch entdeckt, was ihr gerne verschenken möchtet an eure Kinder oder Enkelkinder oder eure Liebsten oder euren Chef, ja, oder einen Politiker schicken möchtet, es wird auf Wunsch auch vom Autor signiert, macht der Herr Farbig. Ich kümmere mich dafür ihn drum. Ja, mache ich gerne. Der ist aber leider auf dem rechten Weg. Naja, meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt und Freunde, wenn ihr gerade nicht so richtig gut drauf seid, ich sag's nochmal, ich sag's auch 2- und 3-mal pro Sendung, ich bitte euch herzlich, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Und wir halten hier zusammen. Wir bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Kann ich nicht oft genug sagen. Klare Ansage von Aston Martin. Autofahrer wollen keine Elektroautos. Aston Martin hat die Markteinführung seines ersten Elektroautos verschoben, da der Vorstandsvorsitzende der Luxusmarke zugab, dass die Fahrer immer noch den Sportwagengeruch, das Gefühl, das Geräusch und so weiter eines Benzinmotors wünschen. Ach Freunde, wir holen uns alle einen schönen Tesla. Allerdings nicht in Berlin, da werden nämlich gerade reihenweise abgefackelt. Allerdings nicht von Bruno Pete, meinem Hausmeister, sondern von Kollegen, die einfach was gegen Elon Musk haben. Und die Ladestationen werden auch angezündet. Aber das sind alles Lausbubenstreiche, Freunde. Ach, Freunde. Wir sehen uns am Wochenende. Morgen sende ich nicht am Samstag, das ist Ruhetag. Aber Sonntag geht's weiter. Mit guten Nachrichten aus dem besten Deutschland aller Zeiten. Ja. Ein Land, das funktioniert. Aber am besten ist Anton Hofreiter, oder? Ja? Wir müssen Bodentruppen schicken, wir müssen Waffen schicken, wir müssen dem Putin zeigen, wo es lang geht. Herr Hofreiter, wir schlagen vor, Sie gehen einfach mal an die Front, schön mit einem schicken Helm, in die erste Frontlinie und führen durch Vorführen.